Habe die Ehre und grüße euch zurück hier beim Bavarian Vinyl Nerd. Ich gehe heute mal auf eine Frage ein, die mir immer wieder gestellt wird, auch von meinen Kumpels, die jetzt wieder frisch anfangen mit Schallplatten sammeln oder auch Abonnenten von meinem Kanal, die mir diese Frage schon öfters gestellt haben. Und zwar, wie archivierst du deine Schallplatten, beziehungsweise wie behältst du einen Überblick über deine ganzen Schallplatten? Und natürlich habt ihr es im Thumbnail schon gesehen. Ich verwende dazu Discogs. Das ist eine Online-Seite für Privatleute und auch für Händler. Da kann man seine Schallplatten eben eingeben, archivieren und ja, wenn man Lust hat, kann man es auch verkaufen. Und die Seite schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und zwar machen wir das Step by Step. Das Ganze, ich zeige euch, wie ihr euch da einloggen könnt, wie ihr euch da anmelden müsst und auch, wie ihr eure Schallplatten da eingeben könnt, damit ihr sie dann in eurem privaten oder auch in diesem Online-Archiv dann drin habt, um eben den Überblick zu behalten. Der Zugang zu diesem Discogs ist relativ easy, also ihr müsst euch oben einfach nur eingeben discogs.com. Die Seite verlinke ich euch natürlich unter dem Video wieder mal. Und wenn ihr da rauf geht auf diese discogs.com, dann kommt ihr zu einer Login-Seite. So, und das ist jetzt eben diese Hauptseite für euer Discogs, wenn ihr das neu aufmacht. Ob es negativ oder positiv ist, kann man sich selbst entscheiden, weil die Seite ist natürlich auf Englisch. Und hier, also die Hauptseite discogs.com ist auf Englisch. Und hier muss man natürlich erstmal einen kleinen Überblick finden. Aber man kann hier auf der Seite links, rechts, links und rechts, genau, wo ist links, rechts, kann man sich eben einloggen oder registrieren lassen. Und wenn ihr euch registrieren wollt, da gehen wir jetzt mal kurz drauf, auf Register, könnt ihr euch mit eurem Google-Account, mit einem Apple-Account oder mit einem Facebook-Account, den ihr vielleicht schon habt, hier anmelden. Oder ihr macht einfach einen neuen Username und gebt eure E-Mail-Adresse ein und euer persönliches Passwort und dann seid ihr quasi schon drin in diesem Discogs-Katalog. Ich mache jetzt hier meinen normalen Login. So, und wenn der Login vollführt ist, hat man zusätzlich hier auf der rechten Seite oben noch andere Reiter, wie einen Nachrichteneingang. Man kann sich auch verlinken mit anderen Discogs-Usern. Dann hier hat man sein eigenes Dashboard, seinen Warenkorb, wenn man hier einkaufen möchte. Und natürlich Benachrichtigungen werden hier auch angezeigt. Und sein persönlicher Account, den kann man natürlich auch anklicken. Hier auch wieder das eigene Dashboard, die Sammlung, eine Suchliste und so weiter und so fort. Sein eigenes Profil kann man hier nochmal konfigurieren. Aber das sind Details, mit denen könnt ihr euch auch selber dann beschäftigen. Im ersten Step möchte ich euch mal zeigen, wie ihr hier eigentlich eure Schallplattensammlung anlegt. Und zudem gehen wir mal auf diesen Dashboard. Und hier kommt eben dann so ein kleines oder ein großes Fenster. Hier könnt ihr eben eure Sammlung erstmal bestücken, wenn ihr noch nichts drin habt in diesem Discogs-Katalog. Und das machen wir jetzt auch mal zusammen. Nämlich hier oben hat man einen Suchbegriff oder ein Suchfenster, wo man seinen Suchbegriff eingeben kann. Ja, und diese Suchbegriffe, die findet man natürlich auf seinen Schallplatten, ist ja klar. In dem Fall habe ich jetzt wieder eine perfekte Schallplatte gefunden, weil hier mit Grün mit drauf ist und ich habe hier mein Greenscreen hinten, also man sieht es jetzt nicht so wirklich gut. Genesis Invisible Touch, jetzt neu gekauft auf der Plattenbörse in Regensburg. Aber nehmen wir mal die Schallplatte zum Beispiel, Black Sabbath Volume 4, eine Nachpressung aus den 80er Jahren und hier hinten drauf ist zum Beispiel ein Barcode. Und mit diesem Barcode können wir schon mal den ersten Step zum Beispiel machen. Das ist der einfachste Step, den zeige ich euch natürlich. Und zwar können wir hier oben in diesem Suchfenster diesen Barcode eben eingeben. Und in dem Fall habe ich den hier vor mir liegen und den geben wir jetzt mal ein. 50134 28 08 0047. Und wie man sieht, ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend, das Ganze. Wenn man diesen Barcode eben eingibt, findet man am allerschnellsten seine
Schallplatte, die man jetzt hier einpflegen möchte. Ich habe hier zum Beispiel die Black Sabbath Vinyl-LP, eine Reissue, also eine Repress. Und hier unten wird noch alles angezeigt. Bei mir zeigt es nochmal so ein grünes Symbol an, weil ich die ja schon in meiner Sammlung eingepflegt habe. Und dann klickt man einfach mal auf dieses Plattencover hier drauf. Und schon sieht man alle Informationen, die irgendjemand mal eingepflegt hat für diese Schallplatte. Eben damit zusätzlich, was auf dem Label auch draufsteht, also auf dem Aufkleber auf der Schallplatte, in dem Fall hier NEMS. Und eben die Nummer nochmal zusätzlich NEL 6005 und die 4. Das stimmt auch überein, also ist es genau diese Schallplatte, die ich hier in meiner Hand halte. Und zusätzlich kann man hier noch die Songs oder die Tracks, die auf diesen Schallplatten drauf sind, nochmal zusätzlich hier lesen, wer das Ganze produziert hat und so weiter. Ist alles mal eingegeben worden. Und weiter unten hat man nochmal eben zusätzlich nochmal zur Nachkontrolle den Barcode. Der steht hier. Und auch auf der Schallplatte vorhanden ist natürlich so ein sogenannte Matrix oder ein Runout, entweder ein Stempel oder auch reingekratzt. Und diesen Runout, den zeige ich euch natürlich in der Nahaufnahme. Ich hoffe, man sieht ihn auf der Kamera. Das ist sehr minimal gestempelt hier auf dieser Schallplatte. Und hier auf diesem Runout ist nochmal zusätzlich alles eingestempelt, was noch informativ ist für uns zum Eingeben hier in diese Online-Verwaltung. Und das, wenn man dann direkt abgleicht, hier zum Beispiel mit dem DMB3290, bliblablub, was da alles steht. Ich markiere es euch mal kurz. Das steht hier. Und auch zusätzlich diese zwei senkrechten Striche sind hier auch noch mit vorhanden. Und die sind auf der Schallplatte eben auch eingestempelt. Und dann kann man auf Nummer sicher gehen, dass es genau diese Schallplatte ist, die wir hier einpflegen wollen. Zusätzlich natürlich für manche interessant, für wen nicht, in welcher Qualität bzw. zu welchem Preis die Schallplatten hier auf Discogs vertrieben werden oder verkauft werden, in schlechtester Qualität. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Eben, wann die letzte Schallplatte verkauft wurde, die ist am 24. Februar 2024 jetzt hier verkauft worden. Und in der schlechtesten Qualität, also in Qualität gut oder VG, wurde sie für 8 Euro verkauft. In mittlerer Qualität, also Median, für 23,35 und in bester Qualität, also Near Mint oder VG Plus, je nachdem, ist der Durchschnittsverkaufspreis von dieser Schallplatte 46,41 Euro. Sind eben nur Durchschnittspreise, so wie sie hier gehandelt werden. Manche verlangen mehr, manche verlangen weniger. Kommt immer auf den Verkäufer drauf an, aber ich verkaufe solche Schallplatten sowieso nicht, weil zum Beispiel Black Sabbath jetzt hier, die bleibt natürlich in meiner Sammlung. Aber wer das natürlich mal vorhat, kann natürlich auch seine Schallplatten hier verkaufen oder auch kaufen, wenn man die Schallplatte einfach mal als Suchbegriff hier oben eingibt in diesem Fenster, dann kann man natürlich auch schauen, wer diese Schallplatte hat. Und wenn man jetzt diese Schallplatte zum Beispiel eingeben möchte in seine Online-Sammlung, dann kann man das hier natürlich machen, nämlich hier mit diesem Button, der hier unten ist, Add to Collection. Und da, wenn man draufklickt, dann wird diese Schallplatte in die Sammlung mit aufgenommen. Und da können wir jetzt natürlich auch mal nachschauen in unserer Sammlung, in meiner Sammlung jetzt in dem Fall. Da gehen wir wieder auf das Dashboard und dann in die Sammlung. Und hier habe ich natürlich schon einige viele Schallplatten drin, also meine 312 insgesamt jetzt. Jetzt sind es 312, weil ich habe die Black Sabbath jetzt natürlich nochmals eingegeben. Und wenn man dann in seiner Sammlung drin ist, dann wird einem als allererstes gleich mal die zuletzt hinzugefügte Schallplatte angezeigt. In dem Fall jetzt unsere Black Sabbath 4. Die entfernen wir jetzt natürlich wieder, weil sonst habe ich sie ja doppelt in meiner Sammlung. Aber so einfach geht es im Prinzip jetzt mit diesen Barcodes, dass man sich mal seine ersten Schallplatten hier einpflegt. Ja, das war der erste Step mit diesem Barcode. Das war der einfache Step. Und jetzt nehmen wir uns mal zum Beispiel diese Genesis-Schallplatte vor. Die hat nämlich
in keinster Weise irgendwo einen Barcode. Und genauso ist es auch mit den alten Schallplatten, die in den 70er Jahren oder 60er Jahren vielleicht gepresst wurden und auch Anfang der 80er Jahre. Die hatten noch keinen Barcode, weil eben der erst Mitte der 80er, Anfang der 80er Jahre erfunden wurde. Und wie finde ich jetzt hier meine Schallplatte auf Discogs oder wie kann ich die hier einpflegen? Ja, da können wir natürlich jetzt erstmal rumsuchen auf dem Cover und es ist immer relativ easy. Alle großen Plattenlabels haben irgendwelche speziellen Codes auf den Schallplatten hinterlassen, auch auf den Covern. Und in dem Fall haben wir hier bei Genesis haben wir hier oben so einen kleinen Code, den wir hier eingeben können auf Discogs. Oder wenn wir sowas nicht finden, auf dem Cover, kann durchaus mal vorkommen, habe ich auch zwei, drei Schallplatten hier, wo auf dem Cover überhaupt nichts draufsteht. Dann kann man natürlich auch wieder seinen Runout hier verwenden. Das ist natürlich auch wieder toll, weil das ein grünes Label ist. Mit Greenscreen immer super. Dann geben wir den jetzt mal ein, diesen Stempel. Das ist hier VG 5C. Nein, das ist kein C, das ist ein Nuller. 50 186. Ja, wie Sie sehen, das ist einmal ziemlich schwierig zu lesen, das Ganze. So, und dann haben wir noch zusätzliche Angaben natürlich auf unserem Label oder eben auch auf dem Plattencover. In dem Fall lese ich mir meistens hier unten diesen Ring. Den zeige ich euch auch wieder in der Nahaufnahme, weil es einfacher ist wegen dem Greenscreen. Haben wir hier unten noch ja, so rund drauf gedruckt. Einiges, diese Urheberrechtssachen, die hier die Plattenfirmen natürlich noch draufdrucken müssen, wegen Kopierschutz und so weiter. Und hier außen kann man immer schön lesen, wo die Schallplatte vielleicht hergestellt wurde. Wenn das Ganze auf Deutsch dasteht, dann ist das meistens eine deutsche Pressung. Und wenn ein englischer Text dasteht mit englischem Urheberrecht, dann ist es meistens eine amerikanische oder UK-Pressung. Oder in dem Fall haben wir hier so Hieroglyphen draufstehen und das sieht mich sehr nach griechischen Schriftzeichen aus, also denke ich mal, ist das eine griechische Pressung. So, jetzt haben wir hier bei Discogs natürlich mit diesem Suchbegriff schon verschiedene Sachen angezeigt. Allerdings kann man schon einiges ausschließen. Nämlich die Kassette zum Beispiel, weil die sind ja auch eingepflegt. Auch CDs kann man hier einpflegen bei Discogs. Also Kassetten schließen wir mal völlig aus. Dann haben wir hier unten noch eine Anzeige: Textured Screen, Printed, Embossed. Das Ganze ist eben nochmal ein anderes Plattencover mit einem geprägten Cover, also wo das Ganze ein bisschen erhaben ist, diese Grafik erhaben ist auf dem Plattencover. Und dann haben wir hier oben zwei Scheiben mal angezeigt als Vinyl-LP. Und ich nehme jetzt absichtlich nicht das grün markierte, weil das ist natürlich die Schallplatte, die ich hier eingepflegt habe, sondern ich nehme jetzt hier die erste gleich, die hier oben aufploppt. Und rein zufällig ist es auch eine griechische Pressung. Also ist zweimal hier eingepflegt bei Discogs, gibt es natürlich auch sowas. Aber es macht nichts. Wir haben hier eben genau diesen Code, den wir gerade eingegeben haben, der steht hier oben mit drin. Dann eben Country, also das Land, Griechenland, passt auch. Veröffentlicht 1986, also haben wir hier keine Repress, sondern eine Originalveröffentlichung aus Griechenland zu der damaligen Zeit. Und dann können wir nochmal nachlesen unten, was noch alles dabei war bei dieser Schallplatte, wie man es noch zusätzlich identifizieren kann. Nämlich zum Beispiel on Backcover und auf dem Inlay steht nochmal eine zusätzliche Nummer MT 13144. Das können wir abgleichen. Das stimmt. Und auf dem Label steht nochmal zusätzlich eine Nummer, die 13144. Die ist hier auch vertreten. Also haben wir die richtige Schallplatte gefunden und können die wieder hier drüben rechts zu unserer Kollektion oder zu unserer Sammlung dazufügen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel eine Schallplatte eingepflegt, die keinen Barcode auf dem Cover hat. Und wir können uns trotzdem sicher sein, dass es genau diese Schallplatte ist. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, können wir noch zusätzlich hier oben auf das Bild klicken. Und wie wir sehen,
ist es die falsche Schallplatte, weil hier ist eingepflegt eine Schallplatte, die noch zusätzlich einen Sticker vorn drauf hat, einen Griechen mit der griechischen Fahne. Und was uns auch noch zusätzlich Infos gibt, sind hier unten die anderen zusätzlichen Fotos, die hier noch eingepflegt wurden auf Discogs, nämlich mit der Rückseite vom Cover, mit den Bildern von den Labels und natürlich auch mit dem Inlay, das hier mit dabei ist. Ja, was gibt es noch zu beachten bei Discogs? Es gibt natürlich auch noch Spezialpressungen, wenn wir die auf Seitenlänge. Es gibt natürlich auch noch Spezialpressungen, die verschiedene Künstler veröffentlichen, auch jetzt wieder neu, zum Beispiel farbige Vinyls oder irgendwie durchsichtige Vinyls, und so eine habe ich natürlich auch hier, nämlich die Fleetwood Mac Neupressung, und die kommt in klarem Vinyl daher. Und wie man die jetzt zum Beispiel findet, ist auch relativ einfach, weil die hat nämlich wieder einen Barcode hier hinten drauf. Und diese Scheibe, wenn wir uns hier raussuchen, gehen wir jetzt nochmal ein, die 603 495051 und die 8. Kommen wir natürlich auch wieder auf unsere Schallplatte, die hier in Discogs in diesem Katalog mit drin ist. Und hier habe ich natürlich auch meine Schallplatte schon eingepflegt. Und hier sieht man hinter dem ganzen Gesums, das hier noch steht, bei Rumors, Vinyl-LP, Album, Re-Edition, nochmal ein zusätzliches Info, nämlich Clear. Und da klickt man jetzt mal drauf. Und Clear heißt in dem Fall Clear Vinyl. Das heißt, es ist eine durchsichtige Schallplatte, das passt auch. Und im Runout steht auch das gleiche drin wie auf dem Barcode. Also wir haben hier wirklich diese Pressung richtig eingepflegt. Also ich habe das richtig eingepflegt. Bei mir ist das eine US-Pressung, die ich zu einem sehr günstigen Preis bekommen habe. Und hier kann man auch noch mit zusätzlich vergleichen, zu welchem Preis man sie selbst eingekauft hat, ob man es zu billig oder zu teuer eingekauft hat. Und ich habe hier wirklich nur 10 Euro bezahlt für diese Schallplatte und in sehr, sehr gutem Zustand. Also die ist eigentlich neu, diese Schallplatte. Ja, und als neu wird es eigentlich für 34 Euro verkauft, hier bei Discogs im Durchschnitt. Deswegen habe ich die relativ günstig geschossen, diese Schallplatte. Da bin ich ja ganz glücklich drüber, weil es wirklich ein tolles, tolles Album ist, diese Fleetwood Mac Rumors. Ja, und so easy kann man dann seine Schallplatten hier einpflegen. Natürlich hat man dann schon einige Schallplatten drin in der Sammlung, die man sich natürlich auch immer wieder mal durchschauen möchte. Und das machen wir jetzt auch noch mal kurz zusammen, nämlich meine Sammlung mal durchschauen mit den Scheiben, die ich jetzt neu gekauft habe, auf der Schallplattenbörse in Regensburg. Und die sind eben gestern von mir eingepflegt worden, vor 16 Stunden, wie man hier sieht. Ja, und das sind eben Scheiben, ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel Hans Zöllner habe ich mir jetzt gekauft. Als Bayer natürlich unvermeidbar, dass man an so eine Schallplatte vorbeigeht. Ich habe auf der Börse habe ich bezahlt 12 Euro, wird im Durchschnitt diese Scheibe für 18,90 € verkauft, also auch wieder günstig gekauft. Und die anderen Scheiben sind ungefähr zu dem Preis hergegangen, wie sie hier auf Discogs auch gehandelt werden, zum mittleren Preis. Also hat man hier eine kleine Orientierung, auch wenn man auf dem Flohmarkt unterwegs ist. Kann man natürlich auch diese Seite online nutzen als App. Gibt es für Android, gibt es für Apple-Geräte. Und hier kann man natürlich auch dann das Ganze auf dem Flohmarkt nutzen, wenn man unterwegs ist und sieht eine Schallplatte und der Händler verlangt da, ja, für eine Schallplatte 20 Euro. Kann man mal kurz nachschauen, was das für eine ist, und dann kann man natürlich mit dem Preis noch ein bisschen besser verhandeln, wenn man ihnen das ein bisschen vorlegt. Manche reagieren positiv, manche natürlich negativ. Ja, ist halt so, auf dem Flohmarkt muss halt gehandelt werden. Und manche haben halt eine unglaubliche Preisvorstellung, als was die Platten eigentlich noch wert sind. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon mal alles eingepflegt, und man kann es natürlich auch hier sich sortieren lassen nach Alphabet und so weiter und so fort. Lass mir immer gern anzeigen meine neuesten Schallplatten, die ich eingepflegt habe, dass ich auch weiß, ah, die habe ich jetzt wirklich schon drin in meiner Sammlung, in meiner Online-Sammlung. Ich rede da auch ganz offen drüber, wie viel
so eine Schallplattensammlung natürlich auch wert sein kann, imaginär wert ist, weil das ist ja wirklich, wie gesagt, nur ein Anhaltspunkt dieses Discogs. Ich würde meine Schallplatten natürlich nie verkaufen. Den Fehler habe ich einmal gemacht, den mache ich nie mehr wieder in meinem Leben. Und ja, und hier oben wird noch angezeigt, zu welchen Preis ich, also welchen Preis ich bekommen würde, wenn ich meine Schallplatten, diese 311 Stück jetzt auf einen Schlag verkaufen möchte. Das ist nur ein Anhaltspunkt. Natürlich kriegt man diesen Preis bei 311 Stück nicht. Hier ist der geringste, bei geringster Qualität, hier bei durchschnittlichem Zustand und hier natürlich bei bestem Zustand. Ja, ist mir relativ egal, wie teuer die Schallplatten gehandelt werden, weil ich möchte die in meiner Sammlung haben und ich bin mittlerweile ganz froh darüber, dass meine Sammlung wieder so gewachsen ist und ich hole mir ja die Schallplatten, um Musik zu hören und nicht als Wertanlage in keinster Weise. Wertanlage nur in dem Sinn, dass meine Mädels, wenn ich mal nicht mehr sein sollte, natürlich meine Schallplattensammlung bekommen als Erbstück. Und aber bis zu der Zeit, ich glaube, wächst die Sammlung noch um einiges mehr. Und dann werden auch schöne Schätzchen für meine Mädels mit dabei sein, die ja mittlerweile auch sehr interessiert sind am Schallplattenhören. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit eurer neuen Sammlung, die ihr vielleicht jetzt mal einpflegen wollt und eine Übersicht haben wollt in eurer Sammlung. Ich verwende das Discogs jetzt schon seit ein paar Jahren und ich muss sagen, ich bin stockbegeistert. Ist total easy zum Handeln und wie gesagt, auch mit dem Handy. Da kann man auch den Barcode zum Beispiel einscannen, wenn man nicht gerade mal einen Computer zur Hand hat und die Schallplatte mal schnell mit dem Handy einpflegen möchte. Das funktioniert auch sehr einfach. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Servus.